Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Heute ist der 1. Dezember, das heißt, bald ist Weihnachten. Und ich laufe jetzt schon nur in Weihnachtsklamotten rum und ich höre die ganze Zeit Weihnachtsmusik. Und, ach, keine Ahnung, ich habe so Bock auf Weihnachtsmarkt und alles, alles einfach. Ich liebe Weihnachten, ich liebe die Weihnachtszeit. Seid ihr auch so ein Freak? Ein Weihnachtsfreak? Also bei mir ist es so richtig schlimm. Ich dachte, ich mache mal passend dazu ein weihnachtliches Video und zwar die lustigsten und irgendwie auch fiesesten Geschenke, die Leute so letztes Jahr zu Weihnachten bekommen haben. Die willst du, glaube ich, nicht haben. Nee. Auf jeden Fall ist es ziemlich lustig und ja, ich würde sagen, wir labern nicht so viel. Starten direkt damit und wusch. Kommen wir auch schon zum ersten Geschenk und ey, das sieht mega schön eingepackt aus. Also wie perfekt ist das bitte eingepackt? Auf jeden Fall, der Freund seiner Schwester hatte richtig viel Spaß, als er das Geschenk eingepackt hat. Och nö, ist das schon wieder so ein Geschenk, wo man tausendmal das auspacken muss, bis man das eigentliche Geschenk bekommt? Auf jeden Fall hat er dann auch noch solche Memes drauf gemacht. Vor allem steht da noch drauf, was wäre, wenn ich dir sagen würde, du könntest dieses Geschenk mehrmals als einmal auspacken. Oh, ich hab's ja gesagt, Leute, ich hab's gesagt. Und es hört einfach nicht auf. Oh, ich glaube, da ist jemand so richtig hyper an Weihnachten, wenn er das macht. Weil das ist unnormal. Und dich bringt es so zu Weißglut. Und am Ende ist da irgendwie nur ein Scheiß drin. Irgendwie ein paar Socken oder so. Und du bist so enttäuscht. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Aber das eigentliche Geschenk sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hätte jetzt nur gerne gewusst, was drin ist. Ich bin 24 und lebe immer noch bei meinen Eltern. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ja, also ich glaube, das ist ein Zeichen. Wie gemein ist das bitte, wenn deine Eltern nicht so loswerden wollen. Aber passt all ihr Krempel in zwei Koffer? Aber an Weihnachten, ne, das ist sowas von mies. Mein Bruder hat dieses Mal beim Geschenke-Austauschen echt gewonnen. Hä, das sieht aus wie eine Gitarre. Aber Leute, da ist keine Gitarre drin, da ist ein Spiel drin. Wii Zelda. Hä, wie krass ist das bitte eingepackt? Ich könnte auch sowas niemals aus Pappe machen oder so. Ich bin da so untalentiert drin. Oh mein Gott, Leute. Es ist gar nicht das eigentliche Spiel. Leute, er hat einfach nur so ein Fake gemacht. Und dann steht er auch noch im Ernst, das Spiel ist noch gar nicht draußen, Bro. Was hat er da noch geschrieben? Aber hier ist eine Fake-Verpackung. Mit ein bisschen Geld drin, sodass er sich das, wenn es rausgekommen ist, kaufen kann. Ey, das ist ja wohl mega nice. Naja, wenigstens hat er das Geld dafür geschenkt bekommen. Das ist voll nett. Ich habe mir eigentlich Beats zu Weihnachten gewünscht, diese Kopfhörer, und habe das bekommen. Oh mein Gott, was ist das? Das ist rote Beete an den Haarreif rangebunden. Wo ist das Opfer? Das ist so Opfer. Ja, geil, wenn du so in der Schule damit rumläufst, ne? Die Leute werden neidisch. Auf jeden Fall. Ey, Leute, das passiert, ne? Wenn man sich Dinge zu Weihnachten wünscht, die viel zu teuer sind. Wo Eltern es nicht einsehen, so viel Geld zu bezahlen. Im schlimmsten Fall bekommt ihr das. Ich sehe es jetzt schon kommen beim iPhone X. Das wird bestimmt auch richtig schlimm. Oh mein Gott. iPhone 5S. Oh, da. Ja. Läuft. Nichts in der Packung, das ist so gemein. Und du kriegst nur so einen Klebezettel da drin. Da ist ja noch nicht mal irgendwas drin, das ist einfach nur so ein Zettel drin. Ich glaube, für die Person, die sich das so sehr gewünscht hat, ist das mega scheiße. Meine Oma, die schlecht sehen kann, hat mir diese Socken zu Weihnachten gestrickt. Bisschen daneben, ne, von der Länge her. Aber oh, die arme Oma, ne, die hat sich echt bestimmt mega viel Mühe gemacht. Und sie kann ja schlecht sehen. Da kann sie ja nichts für. Liebe Omis, die sowas machen. Ich bin 24 und lebe nicht mehr bei meinen Eltern. Und das haben sie mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, ich glaube, die Eltern denken, du überlebst die Feiertage nicht. Eltern, die einfach viel zu fürsorglich sind. Die machen das da. Vor allem so saure Gurken. Was ist da noch drin? Tomatensuppe. Ich weiß nicht, ob man sowas über die Festtage isst, aber okay. Toilettenpapier sogar. Auf jeden Fall auch noch ein paar Socken. Das muss immer sein. Aber eigentlich würde ich mich mega darüber freuen, weil Essen geht immer. Ich habe meinem Vater eine Decke mit meinem Gesicht drauf geschenkt. Weil ich schon immer mal jemanden eine Decke mit meinem Gesicht drauf schenken wollte. Das ist etwas gruselig. Ich weiß nicht, ob Eltern von einem sowas haben wollen. Ich bin 28 und lebe immer noch bei meinen Eltern. Und das haben sie mir zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, die sehen dich immer noch als Kind an, wenn die dir sowas schenken. Aber ich würde mich mega freuen, egal wie alt ich wäre. Selbst wenn ich 60 wäre, würde ich mich darüber freuen. Ey, wie geil ist das? Ein Glumanda-Onesie. Mein Kumpel hat eine Apple Watch zu Weihnachten von seiner Frau bekommen. Ja, ich glaube, da hat es jemand wieder so richtig wortwörtlich genommen. Ich finde sowas aber so geil. Wie geil ist das bitte, wenn du das jemandem mal zu Weihnachten so zum Scherz schenkst? Du kannst ja eine schöne Uhr nehmen, aber das einfach mal so
verschenken. Das ist zu lustig. Ist zwar ein bisschen scheiße für jemanden, der sich wirklich eine Apple Watch wünscht, aber das ist ja wohl das coolste Geschenk ever. Also es hat 2,5 Stunden Leute gebraucht, um das zu öffnen. Vielen lieben Dank. Oh, da ist jemand richtig pisst. Alter Schwede, eine Holzbox und dann auch noch zugeschraubt. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, das ist übel. Vor allem so sah es nach 2,5 Stunden aus, Leute. Katastrophe. Was hat er da überhaupt alles liegen? Ein Akkuschrauber? Aber er hat wirklich da hinten so eine Säge oder so? Oder was ist das? Und drin war das. Naja, wenigstens hat es sich einigermaßen gelohnt. Muss man schon sagen. Also ein paar coole Sachen sind ja drin gewesen. Er hat sich ein Kindle zu Weihnachten gewünscht. Also hat sie ihn erstmal verarscht mit einer Ken-Barbie-Puppe. Dann hat sie ihm den eigentlichen Kindle geschenkt. Oh mein Gott, sein Gesicht, ne? Ich glaube, der war so richtig schock. Wer wünscht sich nicht ein Ken zu Weihnachten? So schön. Ich konnte es mir nicht leisten, meiner Frau ein neues Auto zu schenken zu Weihnachten. Also habe ich einfach nur... No way, das hat er nicht getan. Er hat einfach nur eine Schleife auf ihr altes Auto raufgetan. Hä? What the fuck, was ist das für ein Geschenk? Vor allem, sie steht da auch schon so. Hä, was ist das? So geht's natürlich auch, ne? Wenn jemand zu euch sagt, ich wünsche mir Klamotten zu Weihnachten oder so, ein Bruder oder eine Schwester oder so, nimmt einfach die alten Klamotten aus deren Kleiderschrank, packt die ein in Geschenkpapier und schenkt es dem. Das ist genau dasselbe, das ist so durch, ne? Mein Freund liebt sein Weihnachtsgeschenk. Gut, Hauptsache er freut sich. Das passiert, wenn du deiner Familie sagst, dass du dir zu Weihnachten Amazon wünschst. Ja, Leute, schreibt das bloß nicht auf eure Wunschliste, sonst passiert das. Mein Freund hat mir gesagt, dass er das beste und tollste Geschenk mir zu Weihnachten macht. Er hat sich selbst geschenkt. Also ich meine, es ist zwar irgendwo süß, ja? Hallo, er hat sich auch voll Mühe gegeben, sich einzupacken, aber ja, wenn man so von sich selbst überzeugt ist, das ist schon krass. Hier ist das Geschenk von meinem Bruder. Es war ein Gutschein. Wirklich jetzt? Sowas tut man einem an? Wie gemein ist das? Wenn Leute dich so richtig an Weihnachten verarschen wollen, ne? Du denkst auch, da ist irgendwas mega Großes drin und dann am Ende nur so ein Gutschein, ne? Das ist hart. Vor allem, guck mal, wie groß das ist. Das ist mega, das Geschenk. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Ich heule gleich. Oh, ihre armen Haare. Oh, Scheiße. Oh, noch an Weihnachten, Leute. Meine Cousine hat zu Weihnachten eine Drohne bekommen. Leute, sowas kann im schlimmsten Fall passieren, ne? Das wollt ihr nicht. So wird dein Weihnachten auch total beschissen. Wie kriegt man das überhaupt hin, dass es in deine Haare fliegt oder was? Vor allem, dass so ein Ding schon drum und so. Wie kommt man sowas hin? Nein, das ist noch schlimmer. No way, wie gemein. Ich glaube, er ist auch kurz davor zu heulen. Vor ein paar Jahren, ja, hat der kleine Junge da nach einer Xbox gefragt, 360. Die hat er sich zu Weihnachten gewünscht und sein Vater hat ihm das geschenkt. Eine Xbox. Wahrscheinlich einfach nur eine leere Eierpackung. Das ist so fies. Sie hat sich eigentlich zu Weihnachten ein neues iPhone gewünscht und hat stattdessen einfach nur eine Gutscheinkarte für einen Ölwechsel bekommen. Auch noch in einer iPhone-Verpackung. Vor allem, du öffnest das und du denkst wirklich, da ist das iPhone drin und am Ende ist da nur für einen Ölwechsel ein Gutschein drin. Das ist übel. Aber ein iPhone ist ja auch nicht gerade günstig, ne? Mein Bruder hat mir so eine M&M-Box geschenkt zu Weihnachten und ich hab's geöffnet und es war leer. Es war leer. Wie arschig musst du sein, wenn du jemandem sowas schenkst? Wenn du einfach so verfressen bist, dass du es vorher schon aufgegessen hast, das eigentliche Geschenk. Für eine Minute lang dachte ich echt, mein Vater hätte mir das beste Geschenk ever gemacht. Oh mein Gott. Sie hat einfach nur eiskalt ein USB-Stick geschenkt bekommen, der so aussieht wie ein Mercedes-Schlüssel. Sie dachte wahrscheinlich, das Auto steht schon in der Einfahrt. Und das ist der Schlüssel dazu. Kommt davon, wenn man zu viel will, ne, an Weihnachten. Und das ist so krass hart, ne? Der Vater hat das absichtlich gemacht. Auf jeden Fall absichtlich. Aber wer bekommt schon zu Weihnachten einfach so ein Auto? Ich finde das ein bisschen übertrieben so. Das ist nicht mehr so normal Weihnachten. Ja, oder du bist so einfallslos an Weihnachten, du hast echt keinen Plan, was du verschenken sollst. Verschenk einfach deine Katze oder deinen Hund oder generell das Haustier, was ihr gerade zu Hause habt. Einfach einpacken. Ich meine, welche Katze macht das mit sich? Freiwillig. Du betrittst dann Heiligabend dein Zimmer und es sieht so aus. Jemand wollte dich eiskalt pranken. Selbst die Vorhänge sind Geschenkpapier, Leute. Alles ist in Geschenkpapier. Jedes Buch, alles. Das ist einfach zu geil. Aber wenn dir das selbst halt passiert, findest du das total scheiße. Ich habe mir zu Weihnachten dieses Mal Geld gewünscht. Leute, passt auf, wenn ihr euch Geld wünscht, ja? Also hat der Vater 100 einzelne 1-Dollar-Scheine eingepackt. Aber es sieht so geil aus. Was für eine coole Idee ist das bitte? Diese Person, die einfach nicht den Selfie-Stick bekommen hat, den sie haben wollte. Wenigstens hast du Toilettengolf bekommen. Wer spielt das auf der Toilette? Hä? Wer benutzt sowas? Ich brauchte
45 Minuten, um eine Kartoffel auszupacken. 45 Minuten packst du den Scheiß aus? Boah, da bist du richtig aggro, ne? Wenn dein Bruder oder deine Schwester dir so einen Scheiß schenkt. Einfach nur stumpfe Kartoffel. Na Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das wieder mal gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, ob ihr auch schon mal was richtig Lustiges zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Oder habt ihr jemanden mal geprankt selber oder wurdet ihr geprankt? Dann schreibt mir mal eure Story unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich habe euch so, so da lieb. Bye!